Schimpke von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir diskutieren ja regelmäßig die Entscheidungen der DDR-Rentenüberleitung und damit auch die Besonderheiten des DDR-Rentenrechts hier im Deutschen Bundestag. Mir wird dabei immer wieder klar, wie schwer es für die Mütter und Väter der Wiedervereinigung gewesen sein muss, das DDR-Rentensystem in das Rentensystem der BRD zu überführen. Zumal das Rentenrecht in der DDR einer Systematik folgte, die weit von dem Selbstverständnis unseres heutigen Rentenrechts entfernt war. Das bundesdeutsche Rentenrecht betrachtet in der Regel allein die gezahlten Beiträge und die geleisteten Arbeitsjahre. Will man darüber hinaus vorsorgen, kann man dafür private oder betriebliche Vorsorgeformen wählen. In der DDR waren nicht allein die gezahlten Beiträge und die Arbeitsjahre ausschlaggebend. Es wurde auch nach Berufsgruppen unterschieden. In bestimmten Berufsgruppen war man in der DDR allein durch die Zugehörigkeit gegenüber anderen Berufsgruppen von vornherein besser gestellt. Aus diesen und anderen Gründen diskutieren wir hier in aller Regelmäßigkeit bis zu 20 verschiedene Sonderregelungen des DDR-Rentenrechts. Nun kann man auch nicht behaupten, dass diese Unterschiede bei der Rentenüberleitung nicht anerkannt worden wären. Durch Übergangsregelungen wurden die Besonderheiten des DDR-Rentenrechts bis weit in die 90er Jahre übernommen. Dann aber galt es, die Einheit auch in der Rente Stück für Stück umzusetzen. Das Rentenüberleitungsgesetz zielte deshalb ganz bewusst auf eine einheitliche Alterssicherung der Menschen in der ehemaligen DDR ab. Bis heute steht es für eine großartige Solidarleistung aller Versicherten und ermöglicht heute den ehemaligen Bürgern der DDR eine gute Alterssicherung. Und lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt aufgreifen. Die politische und soziale Einheit zweier wiedervereinter Staaten herzustellen, kann schlichtweg nicht bedeuten, Unterschiede fortzuführen. Und ja, die politische und soziale Einheit herzustellen bedeutet auch, dass jeder für sich nicht nur mit Veränderungen, sondern auch mit Entbehrungen zurechtkommen musste. Viele verloren ihre Arbeitsstelle, eine Erfahrung, die man so vorher noch nie gemacht hat. Viele fanden sich in einer Zeit wieder, in der es galt, neue Regeln und neue Werte anzuerkennen. Die Welt war sozusagen aus den Fugen geraten. Und obwohl man erwachsen war, bereits Kinder hatte, verheiratet und im Beruf etabliert war, musste man sich seinen neuen Platz in einer neuen Gesellschaft suchen. Und vielleicht lässt dies erahnen, wie schwer es war, eine Einheit herzustellen und dabei aber auch die Besonderheiten zu berücksichtigen. Vor diesen Herausforderungen stehen wir bis heute. Jedes Gesetz erhebt den Anspruch, Gerechtigkeit bestmöglich abzubilden. Doch wir alle, die Politik machen und damit täglich Entscheidungen zu treffen haben, wissen eines. Notwendige Entscheidungen stellen in den seltensten Fällen für alle eine zufriedenstellende Lösung dar. Besonders bei der Rentenüberleitung war und ist es schwer, alle Härte und Einzelfälle sowie die entstandenen Ansprüche eines nicht mehr bestehenden Systems abzubilden. Dennoch, wir nehmen diese Anliegen der Betroffenen sehr ernst. Wir haben uns in dieser und auch in der vergangenen Legislatur ausführlich in Expertengesprächen, in Ausschüssen und in Beratungen mit vielen dieser Sonderfälle befasst. Die Gespräche haben alle gezeigt, dass vor allem die Gefahr weiterer Ungerechtigkeiten besteht, wenn wir das beschließen, was hier heute in den Anträgen vor uns liegt. Ein Beispiel. Nach einer mindestens 10-jährigen Tätigkeit erhielten Beschäftigte des Gesundheits- und Sozialwesens in der DDR für jedes Beschäftigungsjahr den 1,5-fachen Satz des maßgeblichen Durchschnittsverdienstes angerechnet. Vergleichbare Regelungen gab es auch für andere Berufsgruppen. In der DDR sollten damit bestimmte Tätigkeiten, die körperlich anstrengend oder gesellschaftlich bedeutsam waren, in der Altersvorsorge bessergestellt werden. Auch ging es darum, einen Ausgleich für das oftmals niedrige Einkommen während der Erwerbstätigkeit zu schaffen. In der Bundesrepublik aber erfahren alle Berufe dieselbe gesellschaftliche Bedeutung, sei es im gewerblichen, im sozialen oder im kaufmännischen Bereich. Und hinzu kommt, dass Rente kein Ausgleich für geringes Einkommen bildet. Rente ist Ausdruck dessen, was war und nicht, was hätte sein sollen. Deshalb ist Ziel unserer Arbeitsmarkt- und auch Sozialpolitik, die Aussichten auf die spätere Rente durch Qualifikation, eine gesunde Wirtschaft und auch durch eine gesunde und funktionierende Sozialpartnerschaft zu stärken. Deshalb kennt unser bestehendes Rentensystem solch eine Regelung nicht. Und so ist es auch logisch und konsequent,
dass man sich seinerzeit gegen eine Übernahme dieser Sonderregelung ins SGB VI entschieden hat. Mit den Grundsätzen des lohn- und beitragsbezogenen Rentenrechts ist diese Regelung nicht vereinbar. Einen weiteren Sonderfall des DDR-Rentensystems bilden die Personen, die in der DDR-Braunkohleveredelung tätig waren. Diese wurden aufgrund ihrer anspruchsvollen Arbeit mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien wie Bergleute unter Tage behandelt. Und genau dies, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, offenbart natürlich auch die oftmals schlechten Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen der Wirtschaft der DDR. Aber auch hier entschied sich der Gesetzgeber, eine Übergangsregelung zu schaffen. Nach 1996 wurde diese Regelung nicht mehr angewandt und die Beschäftigten der Braunkohleveredelung wurden nicht mehr wie Bergleute unter Tage behandelt. Aber diese Entscheidung, diese politische Entscheidung, hat nichts damit zu tun und führt auch nicht dazu, dass diese betreffenden Personen wie Kumpel zweiter Klasse behandelt werden. Lassen Sie mich aber abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch ein paar Worte zur Mütterrente sagen. Bei der Einführung der Mütterrente haben wir uns schlichtweg an geltendes Recht gehalten und dieses auch angewandt. Es stimmt, dass eine Rentnerin im Osten Mütterrente in Höhe des Rentenwert Ost erhält. Doch die Entwicklung des Rentenwerts in den letzten 25 Jahren zeigen doch aber, dass sich der Rentenwert in Ost und West zunehmend annähert. Das diskutieren wir ja heute nicht zum ersten Mal hier im Deutschen Bundestag. Seit der Wiedervereinigung, und ich erwähne das auch immer wieder sehr gerne, haben wir bei der Angleichung der Renten sehr, sehr große Fortschritte erzielt. Und das sollte an dieser Stelle auch noch mal gesagt sein. Die Renten stiegen seit der Wende in den neuen Bundesländern um weit mehr als 100%. In Westdeutschland betrug der Anteil lediglich 25%. Der Rentenwert Ost wächst weiter. Und in diesem Jahr, noch in diesem Jahr, wird es eine ordentliche Rentenerhöhung geben, die sich auch in den Portemonnaie der betreffenden Person deutlich bemerkbar machen wird. Nur 2,1% der Menschen in Ostdeutschland beziehen die Grundsicherung im Alter, im Westen hingegen 3,2%. Und auch die durchschnittliche Rente von Frauen ist um 44% höher in den neuen Bundesländern als in den alten Bundesländern. Und meine Damen und Herren, die vollständige Angleichung des Rentenrechts in Ost und West rückt in greifbare Nähe. Wir und unser Koalitionspartner haben uns auf einen gemeinsamen Fahrplan zur Erreichung dieses Ziels verständigt. Und auf Grundlage des anstehenden Sachberichts der Bundesregierung werden wir entscheiden, ob mit Wirkung ab 2017 eine Teilangleichung notwendig ist oder eben auch nicht. Es kommt aber auch darauf an, die tatsächlichen Herausforderungen für die Zukunft unseres Rentensystems insgesamt in den Blick zu nehmen. Die Bundesregierung sieht die Herausforderungen des demografischen Wandels und will die zweite und dritte Säule der Altersvorsorge stärken. Die private und die betriebliche Vorsorge sollten für jeden Menschen in unserem Land selbstverständlich sein und eine auskömmliche Rente für jeden ermöglichen. Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unser Ziel und bestimmt unser Handeln. Und in den kommenden Beratungen zur anstehenden Rentenreform freue ich mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Als